Dieses Experiment wäre imstande, den momentanen Stand der Medizin gänzlich zu revolutionieren. Ein Experiment, das ein völlig neues Licht auf derzeitige Behandlungsmethoden zu werfen vermag. Eine Gruppe auf sich gestellter Wahnsinniger, die sich selbst heilen sollen? Das ist brillant. Denn alle Wunder sind geschehen und alle Grenzen sind zerstört. Wir haben jedes Bild gesehen, uns alle Klänge tot gehört. Und alle Fragen sind gestellt und alle Chancen sind verschenkt. Wir sind die Letzten einer Welt, die stets an ihren Selbstmord denkt. Und alle... Er ist nicht gut. Es ist nichts übrig als Erniedrigung und Wut. Er ist brutal und ist roh. Doch vielleicht mag ich es so. Ich spür den Schmerz, der in ihm frisst. Denkt mich doch, ich frage nicht, was mit ihm ist. Ich weiß es längst, nichts macht mich froh. Doch vielleicht mag ich es so. Ich mag es, wie er lacht und meinen Namen nennt. Mag, wie er sich bewegt und alles an mir kennt. Anstand, Charme, vergebens heutzutage. Innere Werte, welch ein Quatsch, was zählt ist außen. Ich bin, was ich mag und was ich trag. Ich brauch Stoffe, die mich streicheln. Ich brauch Schnitte, die mir schmeicheln, denn nur dann fühl ich mich sicher, frei und jung. Lieber trag ich eine Tonne, als das Outfit einer Nonne. Meine größte Gabe ist mein Sinn für Stil. Untenrum, obenrum. Schuhe, Tücher und Perücke, was ich anziehen muss, mich schmücken. Eine falsche Wahl werd ich nie verzeihen. Meine seltenen Gäste raunen und betrachten mich voll Staunen, wenn ich Fieber raune.
Zeit Enttäuschungen, sie ist für immer vorbei. Du wirst schon sehen, ich enttäusch dich nicht, nicht ein einziges Mal mehr, das schwöre ich. Alles will ich tun, damit du stolz auf mich bist. Wenn du sagst, ich sei ein Nichtsnutz, ein Niemand, nein, dann widersprech ich dir nicht. Mama, ich weiß, ich bin lästig und unnütz, aber ich kann mich ändern für dich. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halt ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich. Bin für dich hier keine Angst. Denn dir gehört mein Held. Ja, dir gehört mein Herz, von heute an für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz, nun bist du hier bei mir und ich auf ewig. Nicht auf sie, er ist doch nicht tot. Ich halte zu dir, ich lasse nicht los. Sie sehen's ein, jawohl. Und folge dem Schicksal, das macht dich stark. Und bin ich nicht bei dir, brauchst du all deine Kraft. Sie sehen's ein, jawohl. Wir schaffen's zusammen, denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Wir sitzen am Tisch und spielen nach Regeln, bis wir die Regeln aushebeln. Wir spielen ein Kartenspiel, kein Mensch darf verraten, die Karten, sonst geht es nicht. Denk an die letzte Runde, du lagst vorne, bald schon liegst du vorne. Noch kann sich alles ändern. Du musst es wagen, dann hast du sie schon bald geschlagen. Ich glaub, es geht. Wir sitzen am Tisch und wir spielen Karten. Oh ja, wir spielen mit Karten. Wir spielen ein Kartenspiel. Wir spielen ein Kartenspiel. Wir spielen ein Leg endlich, Leg endlich, Leg. Erst ist Vanessa dran. Warum braucht sie so lang? Ist sie dir denn egal? Du vergaßt sie schon mal zuvor. So stell ich mir wirklich ein Kartenspiel vor. Mit ner imaginären. Kannst du mir das mal erklären? Wie stellst du dir denn so ein Kartenspiel vor? Du kannst längst legen, doch du wartest noch. Die Karte nicht! Die Karte doch! Nein! Halt! Ich mag Spiele. Und deshalb bin ich hier. Bin ich auch mal wieder dran. Geht doch. Du bist dran. Willst du nicht? Ach, ich. Doch, dann kannst du auch nicht gewinnen. Lea? Oskar? Was ist los? Ist was los? Was weiß ich? Ist es wichtig? Ich frag mich bloß, ob du mich magst. Oh. Sicher mag ich dich. Das solltest du doch wissen. Sicher mag ich dich, ich will die Zeit hier mit dir nicht missen. Auch wenn ich manchmal streng bin, ich meine es doch nur gut mit dir. Ich will dich halten, ich will dich hüten, ich will dich ewiglich lieben.
Wir sitzen in einer Reihe die Stühle und mancher zeigt die Gefühle und mancher kann sich nicht entscheiden, soll er gehen oder bleiben, aber jeder will Spaß, will dies, will das, will gewinnen und das geht mit dem Ass. Glaubst du denn, ich lass dich jemals fliehen? Solltest du das glauben, unterschätzt du mich? Nimm das, niemals lasse ich dich einfach ziehen. Du bist doch nichts als ein Bildnis im Spiegel, schließ ich die Augen, dann treibst du im Nichts. Du wirst schon sehen, ich bin mehr als ein Bildnis, ich bin die Spiegelung all deines Lichts. Das, was du bist, ist das Ende vom Albtraum, das, was du bist, ist ein sterbender Schrei. Noch heute Nacht geht der Albtraum schnell vorbei. Pech gehabt, Schwester, dies ist kein Traum und endet nie. Dieser Albtraum ist unendlich lang. Ich bleib immer da, du bist gefangen, eingezäunt. Ich werd stark und wachs, befreit von Zwang. Bald wirst du sterben und ich werd vergessen, dräng dich zurück in verlorenes Fern. Du wirst schon sehen, du bist besessen, jeden Tag wird ich mein Schmerz. Doch er ist mir immer einen Schritt voraus, immer einen Schritt voraus. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, und das sieht man mir auch an. Bin halb glücklich, halb verzweifelt, ohne Halt und aus der Bahn. Was die Zukunft war, erschreckt mich, nichts mehr passt in meiner Welt. Was ich denke, glaube, fühle, alles auf den Kopf gestellt. Alles auf den Kopf gestellt. Whoa. Immer einen Schritt voraus.
dass ich dir ehrlich sage, was ich nun tief in mir trage. Du quälst mich, ja, du quälst mich. Ich hab Angst vor deiner Nähe, weil ich nun endlich verstehe, was dir fehlt, das erdrückt mich. Ich will dich doch bloß stützen, denn ich sehe, wie sehr du leidest. Glaub mir, ich kann dich beschützen. Du glaubst, dass ich dich brauch. Die Schatten werden länger, umso näher man dem Licht hingeht, wird die Umarmung enger, denn damit dem Kind kein Leid geschieht. Bald leiden wir nicht länger, ja, ich liebe dich, wie kann das Sünde sein? Aber bei der Suche bin ich auf diese Akte hier gestoßen. Sehen Sie mal.
Experiment KL55871 von 1889. Ein ziemlich gewagtes Experiment, wenn Sie mich fragen. Ich frage mich bloß, warum die Akte nicht vollständig ist. Die letzte Aufzeichnung erfolgte am 23. Juli 1914 und dann nichts. Wissen Sie, wie das Experiment ausgegangen ist? Was? Das kann nicht sein. Die Sehnsucht tanzen geht, wenn die Seele sich verirrt, dann hilft nur noch ein Gebet, bewahrt uns vor dem Grauen, dessen Schrecken uns verführt. Lasst uns nicht in tiefen Schauen, deren Abgrund uns berührt, befreit uns von dem Drang, das Vermutende zu tun. Lasst den Hang zum Untergang in diesen Mund der Seele ruhen. Vergib uns unser Gier nach dem Bösen und der Nacht. Lasst uns nicht den Kopf verlieren, wenn das Tier in uns erreicht. Das geschieht uns vor der Feind, der zu wollen als uns kommt. Und versperrt uns jede Flucht, wenn die Lust uns überkommt. Gott beschützt uns vor der Sucht, mehr zu wollen als uns frommt. Und versperrt uns jede Flucht, wenn die Lust uns überkommt. Gott ist unser Glück.